Während der kalten Jahreszeit leiden viele Menschen an trockener Haut. Die kalten Temperaturen strapazieren dabei vor allem Gesicht, Hände und Lippen. Wie man sich vor der Kälte schützen kann, das verrate ich Ihnen jetzt. Die Talgdrüsen in unserer Haut produzieren normalerweise eine dünne Fettschicht, die auf der Hautoberfläche liegt und uns gut vor äußeren Einflüssen schützt. Bei Kälte stellen diese Drüsen aber weniger Fett her. Die Haut wird dadurch glanzlos, unflexibel und anfälliger für Schäden. Kalte Luft im Freien und trockene Heizungsluft entziehen der Haut noch zusätzlich Feuchtigkeit. Dadurch wird sie rau und spröde und fühlt sich trocken an. Am stärksten sind zumeist die Hände betroffen. Vor allem die Finger und die Gelenke können sich dabei schuppig und rau anfühlen. Diesem unangenehmen Hautgefühl kann man mit Pflegecremen mit hohem Fettanteil vorbeugen, denn Fett schützt die Haut vor weiterer Austrocknung. Wer besonders rissige Hände hat, kann sie über Nacht eincremen und samt Cremeschicht in spezielle Baumwollhandschuhe schlüpfen. So kann sich die Haut optimal regenerieren. Auf Pflegeprodukte und Make-ups auf Wasserbasis sollte bei längerem Aufenthalt in der kalten Luft verzichtet werden. Da Wasser ab 0 Grad gefriert, kann es sonst zu unangenehmen Erfrierungserscheinungen kommen. Für längere Aufenthalte im Freien, vor allem bei niedrigeren Temperaturen, gibt es spezielle Kälteschutzcremes in Ihrer Apotheke. Die Haut unserer Lippen hat keine Talgdrüsen. Sie benötigen daher besonders viel Pflege in der kalten Jahreszeit. Lippenstifte und Balsam sollten dabei vor allem aus hochwertigen pflanzlichen Fetten bestehen, da diese unsere Lippen besonders gut pflegen und vor der Kälte schützen. Auch das übrige Gesicht kann mit reichhaltigen Cremes gepflegt werden. Bei extrem trockener Haut und Rissen kann außerdem die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren und Zink förderlich sein. Zur Reinigung der empfindlichen Haut in dieser Jahreszeit sollten vor allem pH-hautneutrale Produkte zum Tragen kommen. Diese können weiteren Irritationen vorbeugen. Die Wirkung der Cremes kann außerdem durch die Zufuhr von speziellen Vitaminen wie Vitamin D und C unterstützt werden. Gerne beraten wir Sie in der Apotheke bei der Zusammenstellung einer optimalen Winterpflege für Ihre Haut. Egal ob für Wanderungen, zu Hause oder Wintersport.